Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Aimbrot. Mein Name ist Martin, aka Incubo, und heute möchte ich euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Gameplay-Commentary hier auf seinem Kanal. Das Schützlingsprojekt steht nämlich an. Erstmal kurz zum Gameplay, ich möchte nicht so viele Worte darüber verlieren, denn ja, es ist ja halt ein Vorstellungsvideo von mir für Aimbrots Kanal und es soll auch ein bisschen witzig und spannend sein, deshalb sage ich nicht so viel zum Gameplay. Alles, was ich dazu sage, ist einfach nur, dass es ein 99 Kill Non-Lethal Gameplay mit der Ämter auf Carrier ist, im Spielmodus Multiteam-Stellung von mir spielt. So, erstmal kurz zu meiner Person. Mein Name ist Martin und ja, ich bin 15 Jahre alt, komme aus Berlin und hoffe natürlich, euch gefallen meine Commentaries. Mein Kanal ist Incubo 1995, der wird natürlich auch in der Beschreibung sein. Es wäre echt geil, wenn ihr mal bei mir vorbeigucken wolltet und lasst auch übrigens ein Like auf dieses Video da, denn ich denke, ganz ehrlich, das wäre echt krass, wenn ich hier der Schützling von Aimbrot werden will und die Gründe werde ich euch gleich noch nennen, nachdem ich meinen Kanal an sich vorgestellt habe. So, also erstmal kurz zu meinem Kanal. Also auf meinem Kanal bringe ich eigentlich relativ, ja, oft Videos und zwar eigentlich meistens Commentaries und Gameplays. Ja, ich lege natürlich ziemlich viel Wert auf die Gameplays, aber natürlich auch recht viel Wert auf die Commentaries und ich hoffe natürlich, dass euch meine Videos gefallen und ihr auch da ein Abo dalassen wollt, wenn es euch wirklich gut gefällt. So, also kommen wir dann erstmal zu den Gründen, warum ich der Schützling von Aimbrot werden will. Einerseits ist es natürlich, weil ich größer werden will auf YouTube. Dieses Ziel verfolgt eigentlich jeder. Aber das ist nicht nur der einzige Grund, denn ich hätte auch richtig Bock, mal was mit dem lieben Brot zu machen. Denn Leute, ihr guckt ja alle selber seine Videos, ihr wisst es ja selber. Der ist richtig der gechillte Typ. Erstens mal hat er eine, ja, sympathische Stimme, ja. Also der kommt auch wirklich sympathisch rüber, lacht immer und so. Der ist richtig freundlich, also jetzt vom Äußeren sehr. Ich kenne ihn ja jetzt nicht richtig. Und zweitens ist er natürlich auch down on earth, ihr merkt es ja, der ist jetzt nicht irgendwie abgehoben oder ja arrogant oder so, der ist einfach ganz normal, einfach wie er wirklich auch in Real Life ist, denke ich jetzt mal, ich kenne ihn ja nicht in Real Life, aber er kommt auf jeden Fall so rüber und Leute, wundert euch bitte nicht über den Gamertag im Gameplay, ja, da steht Impact X Cube, denn ich habe mich einfach mal so genannt, weil ich war in Team FDW, beziehungsweise bin noch in Team FDW, das war das Competitive Team von Impact zu der Zeit, als ich mich umbenannt hatte und ja, ich habe mich bisher noch nicht zurückbenannt, also zu meinem anderen Gamertag, den ich mir natürlich noch suchen musste, also wundert euch bitte nicht, nein, ich bin kein Impact-Member. So, also kommen wir dann einfach mal schnell zu meinem ersten Thema, ja. Also ich habe natürlich hier auch ein passendes Thema zu dem Channel hier von Aimbrot mitgebracht und zwar Brot. Denn ihr kennt das alle, ihr liebt es alle, es ist das Hauptnahrungsmittel der Menschen und ich esse es persönlich auch relativ gerne. Es gibt halt natürlich davon auch sehr viele verschiedene Arten. Es gibt da das Toastbrot, das Fladenbrot, das Knäckebrot, das Weißbrot und natürlich auch das gute alte Roggenbrot. Und ich weiß nicht, welches ihr davon am liebsten esst. Ich esse am liebsten den Toast. Und ihr wisst ja alle, wie ein, ja, weißer Toast so ungefähr aussieht. Er sieht so ungefähr aus. Aber ich mag es auch wirklich, wenn dieses Toastbrot wirklich getoastet ist. Also dann ungefähr so aussieht. Und wisst ihr, was ich mir mal vorgestellt habe? Ja, wenn der Brot mal getoastet werden würde, ja, so richtig so schön in der Sonne, richtig hart gebräunt, wie würde der denn aussehen? Denn ihr wisst ja alle, wie Brot normalerweise aussieht. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Bild von seiner Facebook-Seite genommen, ihr seht es jetzt. Und dann habe ich mir mal so ein Bild genommen, wo er so ein bisschen getoasteter aussieht und zwar seht ihr das jetzt. Und jetzt seht ihr beide nochmal ganz kurz im Vergleich und ihr seht wirklich, ja, der Unterschied ist echt gravierend. Das linke Bild hier, wo er getoastet ist, da sieht er natürlich viel besser aus und ja, da ist er natürlich zum Anbeißen schön, ja Leute. Und ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, was ist eigentlich euer Lieblingsbrot? Schlussendlich gibt es nicht mehr so viel zu sagen, ja, außer dass es vielleicht noch eine weitere Gemeinsamkeit gibt und zwar die, dass, wie ihr ja alle wisst, Brot ist ja sehr gerne am Snipen, mag das Snipen auch sehr und macht es auch ziemlich oft. Ich war früher mal ein Sniper, ja, ich bin in der Sniper-Community ziemlich aktiv gewesen, war Sniper und Trickshotter, waren sogar in einem Clan, der über 13.000 Abonnenten hatte, damals noch eine relativ, ja, große Anzahl für die Clans. Es gab natürlich schon Face-Clan, aber, ja, die waren halt damals noch nicht so die allergrößten, die hatten damals noch 1.100.000 oder sowas, aber die sind ja auch in letzter Zeit rasant gestiegen. Und Brot, ich wollte noch einen kurzen Tipp geben, ja, ist jetzt so ein bisschen doof, dich hier noch so ein bisschen, ja, in deinen eigenen Sachen zu berichtigen oder in dir in deinen eigenen Sachen zu helfen. Aber natürlich hoffe ich, dass dir das wirklich hilft. Denn denk nicht nur daran, wie das Like- und Dislike-Verhältnis auf den Videos ist, dass du sowieso ja mit den Views im Verhältnis sehen musst, sondern denk auch daran, wen du am liebsten sehen willst, ja? Es geht nicht jetzt nur darum, was deine Zuschauer wollen. Natürlich ist das auch sehr wichtig. Aber du solltest auch denken, ja, was bringt es dir denn, wenn du jemanden wählst, der zwar deinen Zuschauern gefällt, aber mit dem du dann im Nachhinein gar nicht so richtig persönlich auf menschlicher Ebene klarkommst, ja? Denk einfach mal darüber nach. Ich hoffe, dass du dies tust. Ich hoffe natürlich auch, dass ich weiterkomme bei deinem Projekt hier, beim Schützlingsprojekt. Und ich hoffe natürlich an alle Zuschauer da draußen, dass es euch wirklich sehr gut gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auf meinem Kanal, vielleicht wieder auf Brots Kanal. Wir werden es sehen. Und ich hoffe natürlich, euch hat dieses Gameplay und Commentary gefallen. Haut rein und tschö tschö. Euer Incubo sagt Peace out.
akzeptabel. Das wird ein Nachspiel haben.